In diesem Video zeige ich dir, wie du Unwetterwarnung auf dein iPhone bekommst, wie du angenehmes Flussrauschen zum Einschlafen aktivierst, die besten Kameratipps und viel mehr. Starten wir mit dem ersten Tipp, und zwar kannst du dir von der Wetter-App automatisch Benachrichtigungen über besondere Ereignisse wie zum Beispiel Schneefall oder einen Sturm schickt. Ich zeige dir, wie du es machst. Geh dazu einfach in deine Wetter-App und dann siehst du hier schon informiert bleiben. Wenn du diese Kachel nicht siehst, klick einfach hier oben auf die drei Punkte und dann zu Mitteilung. Jetzt klickst du auf Fortfahren und klickst auf Erlauben. Dann klickst du nochmal auf Erlauben. Und jetzt kannst du hier einstellen, welche Wetterbenachrichtigung du bekommen möchtest. Zum Beispiel hier bei Extremwetter. Da solltest du danach dann auf Immer erlauben klicken. Und hier kannst du zum Beispiel auch noch Niederschlag wählen. Und hier unten kannst du deinen Ort auswählen, für den du diese Benachrichtigung bekommen möchtest. Wenn du jetzt sagst Frankfurt, da möchte ich diese Extremwetterbenachrichtigung erhalten, klickst du das hier an, dann fertig. Und jetzt sehen wir hier, bei Frankfurt haben wir die Extremwetterbenachrichtigung und bei den anderen Städten haben wir es ausgeschaltet. Denn diese Benachrichtigungen gelten nur für den aktuellen Ort. Jetzt kriegst du bei deinem aktuellen Ort also immer eine Warnung und auch bei dem hier ausgewählten Ort. Das ist sehr nützlich, probier es auf jeden Fall mal aus. Wenn du auf deinem Homescreen schnell auf eine hintere Seite navigieren möchtest, dann kannst du natürlich einmal hier swipen, aber das dauert zu lange. Einfacher geht es, wenn du mit deinem Finger hier unten auf diesem Suchenfeld rumwischst. Ich zeige dir das. Hier kannst du dann nach links wischen, da kommst du auf das linke Feld. Und je weiter du nach rechts wischst, kommst du auf die rechten Seiten. So kannst du also ganz schnell die Seiten wechseln. 5G ist standardmäßig mit deinem iPhone aktiviert. Falls du aber keinen 5G-Tarif hast, dann kannst du es auch deaktivieren. Dadurch sparst du nochmal ein bisschen Akku. Geh dazu in die Einstellung, auf Mobilfunk, Datenoption und dann Sprache und Daten. Hier siehst du, 5G ist automatisch aktiviert. Dann klickst du einfach hier auf 4G. Und jetzt ist 5G dauerhaft deaktiviert und du solltest ein bisschen mehr Akku haben. Apropos Akku, ganz neu in iOS 16 ist, dass du dir die Akkuanzeige auch in Prozent hier oben anzeigen lassen kannst. Ich zeige dir jetzt, wie du es einstellst. Geh dazu in die Einstellung, scroll nach unten bis zu Batterie. Und dann siehst du hier oben schon Batterieladung in Prozent. Das aktivierst du und jetzt wird dir der Stand immer in Prozent angezeigt. Du kannst auf deinem iPhone zweimal oder dreimal auf die Rückseite tippen und dieses Tippen mit einer Funktion verknüpfen. Wenn ich zum Beispiel zweimal auf die Rückseite tippe, wird ein Screenshot gemacht. Ich zeige dir jetzt, wie du das einstellst. Geh dazu in die Einstellung, scroll runter zu Bedienungshilfen. Dann gehst du auf Tippen. Und dann scrollst du ganz nach unten zu auf Rückseite tippen. Und hier siehst du schon Doppeltipp. Da gehst du drauf und hier siehst du, was du alles dadurch auslösen kannst. Ich habe jetzt hier Bildschirmfoto ausgewählt. Du kannst aber zum Beispiel auch den Bildschirm sperren lassen, die Kamera aktivieren, das Kontrollzentrum starten und so weiter und so fort. Dasselbe geht auch mit einem Dreifachtipp. Da klickst du einfach hier drauf, suchst dir eine Funktion aus und dann tippst du einfach dreimal auf die Rückseite und die entsprechende Funktion wird gestartet. Neu unter iOS 16 ist, dass du den Lockscreen tiefgreifend personalisieren kannst. Ich zeige dir, wie du es machst. Geh dazu in den Lockscreen und halte den Finger lange drauf gedrückt. Jetzt klickst du auf Anpassen. Und hier wählst du Sperrbildschirm aus. Jetzt kannst du diese drei Menüs auswählen und dann anpassen. Zum Beispiel hier oben das Datum, da klicke ich einmal drauf. Jetzt kann ich mir zum Beispiel hier die Aktien drauflegen. Wenn ich auf die Uhr tippe, kann ich den Style der Uhr ändern. Die Farbe und die Schrift. Und hier habe ich Widgets. Wenn ich hier draufklicke, kann ich bis zu drei Widgets mir anzeigen lassen. Ich kann diese mit Minus einfach entfernen und dann einfach, indem ich hier draufklicke, neu hinzufügen. Wenn du fertig bist, klickst du auf Fertig und dann hast du deinen neuen Lockscreen. Das Gute dabei ist, du kannst dir auch ganz viele verschiedene Lockscreens anpassen und diese schnell wechseln. Halte dazu wieder deinen Finger lange drauf gedrückt und dann gehst du hier unten auf Plus und jetzt kannst du einen komplett neuen Lockscreen dir aussuchen. Hier kannst du deine eigenen Fotos hinzufügen, zufällig welche auswählen lassen oder hier irgendwelche vorgefertigten Styles benutzen. Nervt dich auch manchmal die Autohelligkeit bei deinem iPhone und du würdest sie gerne deaktivieren? Das ist ein bisschen versteckt, aber ich zeige dir jetzt, wie das geht. Geh dazu in die Einstellung und dann runter zu Bedienungshilfen. Und jetzt klickst du auf Anzeige und Textgröße. Jetzt scrollst du ganz nach unten und dann siehst du hier Autohelligkeit. Wenn du diese deaktivierst, kannst du jetzt die Helligkeit immer manuell selber einstellen und sie bleibt immer gleich. Kennst du das auch? Du nutzt dein Handy gerade mit einer Hand und möchtest dich nicht so strecken? Dann nutzt doch einfach den Einhandmodus. Dadurch klappt der obere Teil von deinem iPhone nach unten und du kannst die oberen Bereiche viel einfacher erreichen. Um den zu aktivieren, geh in die Einstellung, dann auf Bedienungshilfen und dann auf Tippen.
Hier siehst du den Einheitsmodus, den musst du aktivieren und dann kannst du mit einem Wisch nach unten in diesem unteren Bereich den Bildschirm nach unten klappen. Das funktioniert übrigens auch auf dem Homescreen. Wenn du noch Unterstützung beim Einrichten und Einstellen von deinem iPhone brauchst, dann habe ich jetzt was für dich. Ich habe einen iPhone-Anfängerkurs für Einsteiger und Android-Umsteiger erstellt. Dort erkläre ich dir in über 50 Videos die Grundlagen von iOS. Am Anfang zeige ich dir, wie du dein iPhone richtig einrichtest und alte Daten kopierst, auch WhatsApp-Chats. Dann lernst du, wie du automatische Backups erstellst, damit du nie wieder Fotos und Kontakte verlierst. Anschließend zeige ich dir die Grundlagen, wie du dich in iOS zurechtfindest und zum Beispiel dein iPhone personalisierst, damit es auf deine Bedürfnisse angepasst ist. Du wirst lernen, wie du Apple Pay einrichtest, damit du mit deinem iPhone bezahlen kannst. Außerdem zeige ich dir, wie du alles aus der Kamera und deinen Fotos rausholst. Wenn du also dein iPhone von Grund auf endlich verstehen willst, dann schau mal in der Beschreibung, da habe ich dir den Kurs verlinkt. Aktuell gibt es sogar einen fetten Willkommensrabatt, den sollst du dir sichern, solange der noch gilt. Neu in der iPhone 14 Pro Serie ist das Always-on-Display. Das ist praktisch, denn es zeigt dir im gesperrten Zustand immer die Uhrzeit und deine Benachrichtigung an. Ich zeige dir jetzt, wie du es aktivierst und wie du ein schwarzes Always-on-Display aktivierst, falls dir die normale gedimmte Funktion zu hell ist. Zum Aktivieren des AODs gehst du in die Einstellung und dann auf Anzeige und Helligkeit. Scroll ganz nach unten und dann siehst du hier immer eingeschaltet. Das aktivierst du und dann hast du die Standardfunktion aktiviert vom AOD, also dass das Wallpaper auf 10% gedimmt wird. Mit iOS 16.2 kannst du aber hier noch draufdrücken und dann siehst du zwei weitere Punkte. Du kannst nämlich dann einstellen, dass das AOD auch nur schwarz sein soll. Das ist die deutlich bessere Funktion meiner Meinung nach, denn dadurch verbrauchst du erstens weniger Strom und zweitens lenkt dich das Display weniger ab. In demselben Menü kannst du dann auch noch die Benachrichtigung deaktivieren, falls diese dich auch noch ablenken. Falls du etwas ausmessen möchtest, dann hat das iPhone eine Maßband-App und die funktioniert extrem gut. Scroll einfach nach unten und gib Maßband ein. Hier siehst du es, da tippst du dann drauf. Und jetzt kannst du einfach Punkte markieren, indem du auf Plus drückst. Und jetzt ist diese Strecke gelockt und du siehst, das sind jetzt 21 cm. Wenn ich hieraus jetzt ein Dreieck formen will, dann gehe ich auf den Punkt, drücke wieder auf Plus, gehe hier hin und verbinde die beiden Punkte auch. Und jetzt habe ich hier ein Dreieck gezeichnet und sehe genau die Maße, wie lang diese Linien sind. Ein sehr nützliches Feature, die Maßband-App. Neu in iOS 16 ist das haptische Feedback beim Tippen auf der Tastatur. Ich zeige dir jetzt, wie du es einstellen kannst. Gehe in die Einstellung, dann auf Töne und Haptik, scroll ganz nach unten und dann siehst du hier Tastaturfeedback. Hier aktivierst du den Haptikschalter. Und wenn du jetzt tippst, hast du immer so ein kleines haptisches Feedback. Du kannst unter iOS aus Fotos und Videos Text kopieren. Geh dazu einfach in die Galerie und öffne ein Foto und dann hältst du deinen Finger lange auf den Text gedrückt. Ganz automatisch wird dieser jetzt erkannt und du kannst ihn auch vergrößern und verkleinern. Dann klickst du einfach auf Kopieren und jetzt kannst du diesen in jeder beliebigen App einfach einsetzen. Dasselbe funktioniert auch mit Objekten. Wenn ich diese Objekte aus dem Foto jetzt ausgeschnitten haben möchte, halte ich einfach meinen Finger drauf. Diese werden dann automatisch erkannt und dann kann ich hier oben Kopieren klicken und dann an jeder beliebigen App diese Bilder einfügen. Und so kannst du ganz einfach Objekte aus Fotos ausschneiden und woanders hin reinkopieren. Einen Screenshot nimmst du auf, indem du die Lauter-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt hältst. Du kannst allerdings, wenn du jetzt hier drauf drückst, neben dem normalen Screenshot auch die komplette Seite aufnehmen. Da drückst du einfach hier rechts drauf und dann siehst du hier die ganze Seite. Zusätzlich kannst du aber auch den Text hier raus aus dem Screenshot kopieren. Klicke dazu einfach unten auf dieses Symbol. Jetzt wird der ganze Text analysiert und jetzt kann ich diesen einfach mit dem Finger markieren und auch hier wieder einfach beliebig kopieren und einfügen. Um Text noch schneller zu kopieren und einzufügen, kannst du einfach drei Finger zusammenziehen und auseinanderspreizen. Markiere dazu den Text, dann nimmst du deine drei Finger und ziehst sie so zusammen. Es erfordert ein bisschen Übung. Und dann siehst du hier oben, der Text wurde kopiert. Wenn ich diesen jetzt posten will, dann ziehe ich die drei Finger einfach wieder auseinander. Und jetzt siehst du, der Text wurde hier eingefügt. Das ist ein bisschen friemelig, vor allem auf so einem kleinen Display. Aber gerade wenn du ein Max-Modell hast oder ein iPad, dann kann es deinen Workflow deutlich beschleunigen. Kennst du es auch? Du bist auf einer Webseite ganz unten angekommen und willst nach ganz oben und dann musst du die ganze Zeit nach oben scrollen. Das geht auch viel einfacher. Tippe einfach hier oben rechts oder links auf eins der beiden Symbole und dann wirst du automatisch nach oben geführt. Deine Safari-Startseite kannst du ganz einfach personalisieren. Öffne dazu ein neues Tab, scroll dann ganz nach unten und klicke hier auf Bearbeiten.
Jetzt kannst du hier genau einstellen, was dir angezeigt werden soll. Deine Favoriten, deine häufig besuchten Seiten, deine geteilten Seiten und so weiter und so fort. Außerdem kannst du hier unten sogar noch ein eigenes Hintergrundbild nehmen. Auf Plus kannst du ein eigenes von dir benutzen oder du nimmst eins der vorgefertigten. Und plötzlich ist deine Safari-Startseite nach deinen Wünschen personalisiert. Kommen wir jetzt zu ein paar Kameratricks. Neu in der iPhone 14 Pro-Serie ist der 48-Megapixel-Sensor. Wenn du diesen aktivierst, haben deine Fotos nochmal mehr Details. Diesen Modus einzuschalten ist aber kompliziert. Ich zeige dir, wie das geht. Geh dazu aus der Kamera raus in deine Einstellung. Jetzt gehst du nach unten zu Kamera. Dann klickst du auf Formate. Und hier siehst du Apple ProRAW. Das aktivierst du jetzt. Und hier siehst du 48 Megapixel. Hier oben kannst du auch noch zusätzlich das RAW-Format aktivieren, also das Profi-Fotografen-Format. Damit kannst du das Foto noch detaillierter nachbearbeiten. Im Fotomodus hast du noch zusätzliche Einstellungen, wenn du hier oben auf diesen Pfeil klickst. Dann siehst du hier unten, wie sich so eine Leiste öffnet. Hier kannst du den Blitz einstellen, Live-Fotos aktivieren, Filter aktivieren und so weiter und so fort. Um diese Leiste anzuzeigen, brauchst du aber nicht immer da oben drauf zu klicken. Du kannst auch einfach nach oben wischen. Jetzt ist es hier angezeigt. Und wenn du wieder nach unten wischst, wird diese wieder versteckt. Um Serienbilder aufzunehmen, hältst du einfach den Foto-Button gedrückt und ziehst diesen dann nach links. Dann siehst du, wie verschiedene Serienbilder aufgenommen werden. Und wenn du schnell mal ein Video aufnehmen willst, hältst du einfach den Foto-Button gedrückt. Und dann siehst du, wie automatisch ein Video startet. Wenn du jetzt nach rechts ziehst, wird es auch gelockt und du musst deinen Finger auch nicht mehr draufhalten. Beachte dabei aber, dass das Video im 4 zu 3 Format aufgenommen wird. Normal werden Videos im 16 zu 9 Format aufgenommen. Und als letztes habe ich noch einen absoluten Bonustipp für dich. Du kannst unter iOS einstellen, dass dir angenehme Hintergrundgeräusche, wie zum Beispiel ein Regenschauer, wiedergegeben werden. Das ist ja für manche Leute sehr beruhigend, vor allem abends beim Schlafengehen oder zum Beispiel beim Arbeiten. Um das zu aktivieren, gehst du in die Einstellung und dann zu Kontrollzentrum. Jetzt scrollst du nach unten und drückst hier bei Hören auf Plus. Dann gehst du in dein Kontrollzentrum und hier unten siehst du jetzt diese Ohrmuschel. Da drückst du einmal drauf und jetzt kannst du hier ein Hintergrundgeräusch auswählen. Hier gibt es zum Beispiel verschiedene Rauschen, einen Ozean, einen Regen und einen Fluss. Um das zu deaktivieren, klickst du einfach hier unten wieder drauf. Das waren meine besten Tipps und Tricks für die iPhone 14 Pro Serie. Hast du noch ein paar gute Tipps? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne ein Like und abonniere mich, um keine weiteren iPhone-Videos zu verpassen. Folg mir gerne auf Social Media für mehr Wahnsinn und Behind the Scenes. Alle Links findest du in der Beschreibung. Jetzt kannst du dir links mein iPhone 14 Pro 2-Monats-Fazit-Video anschauen oder klicke hier rechts für meine iPhone-Kaufberatung 2023. Na los, klick drauf. Es lohnt sich.